Ja, hallo, willkommen zum Let's Play DayZ Mod Origins. Jetzt habe ich einen Hammer gefunden, endlich nach wie viel? Nach 3 Stunden oder so? Mehr sogar. Endlich einen Hammer gefunden. Oh, dafür ist was rausgeflogen aus dem Inventar, das Seil, aber das ist egal. Nochmal den Hammer tue ich mal in die Mechanikertasche legen. Und ansonsten. Jetzt fehlt nur noch eine Zange. Dann kann man optimal ein Auto sich einrichten. Ja. Chris, wo bist du jetzt unterwegs? In welcher Stadt nochmal? Anibor. Branibor. Okay. Ach, da unten. Okay, ich sehe es. Aber ich war jetzt irgendwie nördlich, weil irgendwas passt in meinem Loot-Spawn nicht. Ja, stimmt. Spawn nicht. Ja. Habe ich natürlich in diesem Zelten in der Baracke eine tolle Ausrüstung gefunden, also eine Kleidung, aber laufe immer noch in Sandalen rum. Ja. Und der Chris ist infiziert. Ja. Du musst weitere Bücher studieren, damit du mir helfen kannst. Irgendwie verliere ich die ganze Zeit ein wenig an Blut. Ja, ich muss ihn da wahrscheinlich dann die Schulen da über uns, also durchsuchen nach Büchern. Diese Bücher lesen. Ja. Hier ist nochmal diese Militärbaracke, wo sehr gute Waffen zu finden sind. Die sind meistens hier neben den LKWs. Ein paar Militärkleidungen. Oh, sicher, ich habe eine geile Dings gefunden mit Scope, AK, glaube ich. Die Scopes gehen noch nicht auf alle Waffen drauf. Ja, ich habe es vorhin probiert mit dem. Mit meiner Waffe ging nicht. Ja. So, ich gehe jetzt noch einmal in die Krankenhaus, um nochmal mich mit Blutkonserven einzudecken und dann fahre ich mal in die nächste Stadt. Alles klar. Ich muss ja nicht mal das Auto jetzt betanken und dann weg hier. Ich habe jetzt nochmal so einen Schnelltester gefunden, aber der bringt mir gar nichts. Ups. Vielleicht kann ich den noch nicht benutzen. Schau ich mal, wie weit ich das Auto betanken kann. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Menü, wo man sieht, was für eine Krankheit man hat. Bei F1 hast du nichts nachgeschaut. Leider nicht. Also ich habe nachgeschaut, aber da gibt es nichts. Ah, jetzt rechts oben steht es. Dr. Ivans Virus, du musst irgendetwas finden. So ein Heilmittel gegen diesen Ivans-Virus. Echt? Den hab ich. Ja, ja. Ich hab's vorher nicht gelesen, weil. Krass. Blöd, wenn man so nach vor dem Bildschirm sitzt und er so groß ist. War das in dem F1-Menü? Nee, ich habe einfach diese Krankheitenteste genommen.
Wow! Was war denn jetzt los? Ich habe ein ganz großes Problem. Wieso? Ich bin ohnmächtig geworden, sitze in meinem Auto und werde gerade von einem Zombie geschnetzelt. Oh. Ich hoffe, der zerstört nicht mein Auto, sonst ist das ganze Loot weg. Du bist wo unterwegs? In Branibo? Ja. Soll ich zu dir kommen? Soll ich dir helfen? Bis du da bist, bin ich. Entweder ich wache auf, dann fahr los, oder ich bin... Ich fahr los, ich fahr schon zu dir los. Ich hab die Hälfte der Zeit schon mal. Irgendwie hittet er mich nicht, aber ich weiß nicht, ob er mein Auto hittet. Ja, ich... Es bleibt mir anders übrig. Entweder ich fahre in die andere Stadt oder in da, wo du bist, ist eigentlich egal. Weil da findet man eine Wahl, was man. Ja, ich will gesagt gar nicht, dass ich überlebt war, ich bin wieder hoch. Ich hab noch ein paar irgendwas. Warum ich jetzt gleich... Ich glaube, wenn die dich schlagen, kannst du auch instant ohnmächtig werden. Pech hast. Ah ja, ich hab's überlegt. Mein Auto auch. Ganz komisch. Ich war ja trotzdem nicht in deine Richtung. Ich lieg jetzt im Boden. Also auf dem Boden in meinem Auto. Okay. Warum nicht? Okay, ich fahr dann... Hier, nee, Mitrovic, da fahr ich wieder hoch. Ach so. Das meinte ich. Weil da kann man richtig gut looten. Ja. Geht hier nicht. Also. Die hat ein geiles Auto. Richtig. Ja, entweder das Auto richtig oder den Bus. Weiß auch noch nicht. Ich denke, der Bus wäre wichtiger, weil wir dann mehr Sachen reinkriegen, aber das Auto sieht halt mega geil aus. Und so ein Ford Mustang Verschnitt. Ich muss jetzt vorsichtig sein, ich habe überall rot. Passt. Engine rot. Wer könnte richten? Hast du nicht noch ein Engine und Zeug dabei? Ja, muss ich gucken. Ich fahr mal zu, auch die Richtung mit Mitch. Ja, da oben kannst du halt richtig gut looten, finde ich, für die ganzen Autoteile. Wenn du halt 5 Hallen, 6 Hallen oder so nebeneinander hat. Ja. Ist das, ich habe ein Pickup gefunden. Ja. Aber eine Heli habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden. Ja, man sieht bisher nichts. Falls du ein PC-Heli hörst, sagst du Bescheid. Ja, ja. Bist ja vor mir. Ich glaube, ich meine sonst Heli, weil ich hätte ja, glaube ich, fast alles schon dabei, um den zu reparieren. Aber leider noch nichts gefunden, noch kein Glück gehabt. Branibo ist auch so riesig. Ja. Stadt sind ja auch manchmal hingeflogen damals und mit dem Helikopter getankt. Ich weiß nicht, ob es Branibo war. Ja. Ich weiß gar nicht, welche das war, aber ich kann mich erinnern. Aber Branibo hatte ich nicht so viel zu bieten. Hat halt eine Krankenhausroute. Deswegen bin ich dahin. So, ich bin auf der langen Straße, ne? Mitrovic. Ja, bin ich auch gerade. Ist wahrscheinlich schneller Weg. Bin ich gerade nur 100 Sachen. Eine Abkürzung. Wow, shit! Ja? Der wird geschossen. Oh, oh, wir müssen NPCs fahren einen anderen Weg. Okay. Fuck. Ja. Das ist da bei den Dings, wie heißt es, bei den Feldern, Maisfeldern oder so? Wow, direkt bei mir, ich kann gerade nicht gucken, aber direkt bei mir ist so ein, ist dann eine Abstützstelle. Okay. Irgendeine Abstützstelle von so einem Flugzeug ist da. Ich riskier's mal, gell? Ich fahr durch. Die ballern richtig voll. Okay. Alles klar, dann doch nicht. Ich verstehe nicht, wahrscheinlich
haben die mich noch nicht getroffen, weil ich in meinem Auto lieg. Also du bist nicht, du fährst nicht, du fährst nicht. Das darf ich fahre, aber ich bin nicht in den Wald ausgewichen. Aber die schießen Vollgas. Also die hören nicht auf zu ballern. Ich hab mit noch nicht nachladen, habe ich das Gefühl. Alter. Hörst du das? Nein. Ich bin weiter weg. Ich bin fast jetzt wieder in Braniborg. Ich bin halt nach rechts dann in den Wald reingehuscht, aber ich weiß nicht, warum die mein Auto nicht zerstört haben. Keine Ahnung. Ich habe mega Glück gehabt. Bin halt gleich nach rechts in den Wald rein. Ja, das müssen wir Zuschauern noch erklären. Die Helikopter, die stürzen mal, ich weiß jetzt zufälligerweise irgendwann mal ab. Und dann rennen die noch rum. Das ist sehr gefährlich, weil man nicht weiß. Na gut, wenn man die Absturzstelle sieht, dann raucht dann schon, aber so wie es jetzt bei dir war, da hat man nichts gesehen. Ja, ich glaube, das war eine Mission oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, du bist so weit getriggert, ne? Es war so ein abgestürztes Flugzeug, kein Heli. Ein Riesenflugzeug. Und keine Ahnung, da waren halt überall Typen. Krass. Ich hab den nicht mal richtig gesehen, ich hab den erschießen, dann habe ich halt eine zweite gesucht. War mir schon interessant. Ja, klar, so gut ausgerüstet. Ja, stimmt. Ja. Ah, wie ist denn? Ja, und auf dem Highway, da gab es auch nirgendwo So, da ist ein Krankenhaus. In Braniborg. Ah. Ja, ja, da war es. Müsste eigentlich auch schon aufgeschossen sein. Ja, ist aufgeschossen, stimmt. Steigen. Ah ne, ist schon... Das ist zwar angeschossen, aber man kann nicht durchlaufen. Also, richtig durch. Echt? Ja. Oder es gibt rechts, zwei Krankenhäuser. Rechts neben dem Eingang. Helikopter. Ich verstecke mich im Dings im Krankenhaus. Laden. Helikopter kommen, ne? Muss auch machen, ob sie zu dir kommen oder auf der anderen Seite. Okay. Danke. Was? Machen wir mal. Einkaufszentrum. So. Noch was trinken und essen. Jetzt bauen die Zombies total oft in Gebäuden drin. Mm, das stimmt. Bei mir zumindest. Und das, da könntest du dann auch rumrennen. Rechnest du gar nicht damit. Deine auf die Mütze. Ja, muss man das Zeug hier beim Auto ablegen. Muss so ein Tank reparieren im Auto, beziehungsweise diesen Kraftstofftank, weil der Benzinverbrauch ist enorm. Ja, findet man auch relativ häufig. Bei mir kommen jetzt auch Helikopter. Ah, okay, das sind die. Kraftstofftank kann ich dann reparieren, Auto teilen. Motor habe ich. Tankteile. Ups. Tankteile reparieren. Reparaturen öffnen, aktivieren. Und dann kann ich das hier reparieren. Also
Treibstofftank reparieren. Ah, ich benötige eine Zange, ne, geht nicht. Ich benötige eine Zange. Ich bin in Brandenburg bei dem Krankenhaus und im Laden. Ja, wenn ich noch einen Reifen finde, dann kann ich auch runterkommen, dann habe ich zumindest für das eine andere Auto alles zusammen, glaube ich. Ich beende mal die Aufnahme bis zur nächsten Folge.